Moinsen Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum God Cross Gaming und zur XCOM 2, dem zweiten Versuch. Wir befinden uns hier gerade wir wollten gerade starten, eine wunderbare Mission, um einen VIP zu retten, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das ein Euphemismus für entführen ist oder ob wir tatsächlich den retten sollen. Ich vermute, wir sollen ihn tatsächlich retten. Ne? Wir haben Jonas dabei auf jeden Fall mit einer Säuregranate, wir haben Scharfschützen. Und ja, ich hoffe, das haut alles so hin. Mal schauen, ach so, können wir vielleicht Waffen verbessern? Mal schauen mal, was wir an Waffenverbesserungen dabei haben. Nix. Ach so, ein Autoloader und ein Stock. Ja, beides nicht so meine Lieblingssachen. Also der Autoloader natürlich für ein Heavy, ne? Wenn Jonas jetzt wieder Heavy wird, dann bekommt er das Ding auf jeden Fall. Ansonsten schauen wir mal, wie spaßig oder unspaßig diese Mission wird. We just got word from the spokesman. Apparently the aliens have captured a VIP of critical importance to the resistance effort and they'd like us to handle the rescue operation. We'll need to lock down the area, free the VIP and evac the target as quickly as possible. Okay, also wir sollen den tatsächlich retten, weil er wichtig für den Widerstand ist. Super wichtig sogar, und deswegen bewegen wir uns zu einem Sicherheitsdistrikt in Guadalajara, um ihn dort zu retten. Die Mission ist als einfach ausgeschrieben, das heißt aber nicht, dass sie einfach ist. Wir müssen mal gucken. Die letzten Missionen liefen ja nicht ohne Tote ab. Mal schauen, wie das diesmal wird. Ich hoffe, Jonas überlebt. Das wäre schade, wenn er in seiner ersten Mission hier drauf gehen würde. Wir spielen Iron Man, das heißt, wenn er stirbt, dann kann ich auch gar nichts dagegen machen. Dann kann ich nicht nochmal laden oder so. Quatsch. Aha, da sind wir. Auf geht's. Aha. 1-5, we have a confirmed location for the VIP. Move to rendezvous. Eliminate all hostile contacts. Ja, und wir befinden uns hier mitten in der Straße irgendwie. So, auf der Straße. Oha. Was haben wir hier? Zivilisten. Hier rechts irgendwie auch Zivilisten, hoffe ich. Keine Ahnung. Ich kann es nicht sehen. Ja, Zivilist. Also das Gebäudeinnere können wir auch immer nicht benutzen, um uns hier irgendwie lang zu schleichen. Weil da überall Zivilisten hocken. So, wir lassen Bonmo Owusu einfach mal nach vorne. Okay, da haben wir eine Patrouille. Ein Sektoid und ein normaler Soldat, wie es aussieht. Und hier in das Gebäude müssen wir irgendwie rein, ne? Vielleicht, wenn wir Glück haben, können wir uns ein bisschen Dach vorschleichen. Wo ist denn dann Aufgang zum Dach? Ich sehe keinen. Hier drüben, auf der Seite, da bringt es uns natürlich herzlich wenig. Ja, ansonsten sehe ich hier gerade wirklich nicht, wie man aufs Dach raufkommt. Na gut, dann müssen wir gucken, wie wir damit klarkommen. Aber mehr Leute haben wir erstmal nicht gesichtet. Das ist ja auch schon mal was. Und das hier ist auch eine volle Deckung, okay. Finde ich gut. Ja, da können wir von hier drüben leider total flankiert werden. Wenn sich da noch irgendjemand befindet. Ist egal. Jonas, du nimmst mal diese Deckung. Du schaffst das. Was ist denn? Achso, da ist so ein Turm nur. Okay. Unser Scharfschütze, ja, puh. Ich will ihn hier nicht so irre weit vorrücken lassen. Aufs Dach kommt er auch nirgendwo vernünftig rauf. Hier, da wird er aber gesehen unterwegs. Da gibt es auch keinen alternativen Aufgang, wie es aussieht. Nope. Na, also mit aufs Dach kommen ist heute ganz schwierig.
So, flitz mal nach hier drüben in 2 Etappen, bitte. Moving out. Muss mal gucken, ob es da safe ist. Okay, das scheint hinzuhauen. Dann können wir unseren Scharfschützen wenigstens nach hier vorne ziehen. Okay, Shabush. So, dann gucken wir mal. Aha, die bewegen sich hier lang. Direkt in unser Schussfeld quasi. Was natürlich sehr hübsch von ihnen ist. Kommen wir da mit einer Granate ran? Nee, aber da fehlt nicht viel. Das heißt, wenn wir zum Beispiel nach hier drüben gehen würden, könnten wir die dann mit einer Granate erwischen. Wie viele Felder fehlen denn? 1, 2, 3? Man weiß nicht. Trefferchancen. 67 und 66 nur. Das sind halt blutige Anfänger. 79? Ach, auch nicht so geil. 65. Uff. Und Jonas? Wo ist denn Jonas schon wieder hin verschwunden? So, Jonas hockt hier hinterm Baum. Den sehen wir von der Seite gar nicht. Er hat 66. Dann lassen wir doch einfach mal Jonas nach hier vorne aufrücken. Ich rücke aus. Sehr schön. Achso, Jonas hat natürlich die Säuregranate. Ah doch, das gefällt mir aber ganz gut. Ich gehe nicht davon aus, dass wir hier irgendwelche schwer gepanzerten Einheiten treffen werden in dieser Mission. Deswegen lasse ich unseren Scharfschützen in Overwatch gehen. Er kann eh nichts anderes machen. Und die anderen beiden... weiß nicht, lohnt sich eigentlich nicht, ne? Ja, doch, wir machen es mal. So, Jonas nicht, der muss gleich eine Granate werfen. So, und ich hoffe, die sind ein bisschen intelligent, die Leute. Klack. Ich hoffe, die schießen jetzt nicht auf den Soldaten, weil der stirbt so oder so. Ja, sie schießen auf den Soldaten, verschwenden da wertvolle Munition. Das hat mich getroffen. Okay, das Alien ist down. Endschuss auf den Soldaten verschwendet. Der stirbt da hinten so oder so, das ist nicht schlimm. So, und dafür hat Jonas seine Beförderung bekommen. Gut zu wissen, also wenn die an Säureschaden sterben, dann bekommt derjenige, der die Granate geworfen hat, trotzdem die Beförderung dafür. Sehr gut. So, und damit können wir hier auch direkt schon weiter vorrücken. So, der Hinterhalt hat sehr gut funktioniert. Können wir hier hoch? Oh, ja, können wir. Ich weiß nur nicht, ob sich das überhaupt lohnt. Ich glaube, wir bleiben hier unten. Obwohl, der Höhenvorteil ist schon nicht zu unterschätzen, würde ich sagen. Komme ich hier durchs Dach irgendwo? Ne, das hat keine Fenster, ne? Oh, schwierig, schwierig. Super schwierig. Gibt es keine hohe Deckung, leider. Ja, Jonas, schau doch mal hier rein. Das sieht doch eigentlich ganz vernünftig aus. Ist da drin was? Nein, nix.
Ist hier irgendwo eine hohe Deckung? Eine volle Deckung? Na, scheinbar nicht. Ja, schade eigentlich. Dann eben nur bis hier aufrücken. Achso, das ist unser Scharfschütze. Ja. Scheiße, den hätte ich natürlich weiter aufrücken lassen sollen. Na, ist egal, dann bleib hier. Lad einmal nach. So, da haben wir hier drüben noch eine Bank. Hinter die Bank könnten wir Jonas nie setzen. Ja, und Bänke stehen ja auf Kriegsfuß. So, Overwatch. Haben beide noch genug Munition. So, das war's schon. Das war schon die Alien-Runde. Okay. Meinetwegen. Es ist lustig, wie die da so drüber kraxeln. So vollkommen umständlich immer. Bin schon unterwegs. Ja, da ist schon die Zelle und von dem zweiten Alien-Trupp, der hier wahrscheinlich noch irgendwo sein müsste, ist nirgendwo was zu sehen. Sollte mich das nervös machen? Ich weiß es nicht. So, einfach mal in die Ecke hier reinrennen. Unser Scharfschütze, ja, der kann dann bei Gelegenheit nach hier drin rennen und Deckung suchen. Das heißt, er kann heute in Overwatch gehen. Das heißt, Jonas kann auch in Overwatch. Und hier können wir einmal nachladen. Oh, oh. Okay, wir hören was. Hier oben ist ein Zivilist. Menace 1-5, be advised, hostile interceptors are inbound on your current position. Firebrand has a limited window to provide extraction. Naja, ist schon klar. So, ich würde sagen, Jonas springt mal gerade durchs Fenster hier. Schnappt sich diese Deckung. Verstanden, rücke aus! Ja, coole Action-Cam. Hat sehr viel gesehen. Aha. Und da kommen sie also. Ich dachte gerade, es hier draußen wären auch welche. Waren sie aber zum Glück nicht. Na geil. Jetzt ist Jonas hier direkt mal flankiert. So, aber flankieren können wir ja auch, ne? Würde ich sagen. Zum Beispiel von hier aus. Können wir flankieren? Haben wir eine Sichtlinie? Ja, wir haben leider keine Sichtlinie. Wo müssen wir hin, um eine Sichtlinie zu bekommen hier? Oh Gott. Mal hier rein? Haben wir da Sichtlinie? Ja, von hier aus haben wir eine Sichtlinie auf jeden Fall. Das ist sehr gut. Oh ja, das sieht gut aus, das nehme ich. Ja, da kriegen wir den vorderen leider nicht. Das macht auch nichts. Wenn wir hier die Deckung abreißen, ist das schon cool genug. So. Wir haben trotzdem noch keine Sichtlinie auf ihn. Von hier aus können wir aber zumindest schießen. Und das müsste auch ein flankierender Schuss sein. Ganz genau. 70% nur. Oh Gott. Ach, auf den. Den hier haben wir nicht flankiert. Ach so, weil der noch so eine kleine Mini-Deckung dran hat. Ernsthaft.
Ja, weißt du was? Diese Mini-Deckung stört mich ja mal so gar nicht. Denn sowas passiert. So, da kann Jonas jetzt nämlich abräumen. Und außerdem unser Scharfschütze. Da sieht immer noch nichts. Oh Gott, oh Gott. Ja, da muss er halt mal nach hier vorne kommen. Und daraus sieht er angeblich beide. Nur 80%. Den nehmen wir. Kritischer Treffer, herrlich. So, und jetzt muss es Jonas reißen. Der hat leider noch diese eine Aktion. Auch kritisch direkt den Kopf geballert. Herrlich. Bedrohung ausgeschaltet. Gut. So, dann jetzt Abmarsch Richtung Zelle. Wo ist die Zelle? Hier drüben. Wo ist denn da der Eingang? Hier? Hä? Ist denn kein Eingang? Hier ist der Eingang. Da müssen wir hin. Alles klar. Also hier durch diese Tür und dann hinten raus. So. Jonas, renn mal vor. Es müsste jetzt eigentlich weitgehend frei sein, denke ich. Das ist eine einfache Mission, also vielleicht guckt hier irgendwo noch ein Proprum, man weiß es nicht. Aber ich vermute eher nicht. So, hier die linke Seite kann Bonmo Owusu so ein bisschen im Auge behalten. Und Monsieur Dupont, der kann sich hier eigentlich schon mal aufs Dach schummeln. Ja, da muss er direkt durch dieses Feuer durch, ne? Gibt es da keinen anderen Aufgang aufs Dach? Es wird nicht angezeigt, dass er durch Feuer gehen muss. Deswegen müsste das eigentlich... Ich hoffe, es ist safe. Okay, Action Cam, sehr gut. Man erkennt alles. So, James, Jens. Warum sage ich immer James? Der Typ heißt Jens. Ja, lassen wir ihn hier einfach vorrennen. Ich denke, wir lassen ihn einmal hier auf die Straße rausgucken. Saul! Stellen fest, alles safe. Und dann kann er ja weiter rennen. Sehr schön, so mag ich das. Nämlich ereignislos. Jonas, Tür öffnen. Alles cool, alles cool. So, Jonas, ja, stürm mal. So, Jonas stürmt. Exzellent. Öffnet diese Tür. Ja, wir versuchen mal, den Kleinen hier mitzunehmen als Nebenziel. Ah, nicht mehr annähernd. Na gut, wir hatten jetzt auch keinen Spezialisten dabei. Wir sind durch. Wir haben das Paket unterwegs zur Übergabe. Sehr schön. So, nach der Hälfte des Zeitlimits der Karte hier haben wir das geschafft. Wo ist unser Orientieren? Ah, hier rechts. Okay, alles klar. So, haben wir hier ein Fenster auf der Seite.
Nein, haben wir nicht. Das heißt, wir müssen uns hier nach draußen gehen. Wir wissen ja, die Straße ist frei, zum Glück. Das heißt, wir können uns hier ruhig richtig weit nach vorne schieben. Wir könnten uns auch mit aufs Dach begeben eigentlich. Naja, wenn ich sie richtig hin und her schalten würde, dann wüssten wir auch, ob es hier safe wäre auf dem Dach oder nicht. Ach, komm mal mit aufs Dach hoch. Ja, also dieses mit dem Ebenen aus und wählen, ne, das ist noch aus dem ersten Teil irgendwie. Erkennen wir ja schon, dass es sehr fitzelig ist. Heading to that location. So, und Mowuzu geht hier vielleicht doch mal in Overwatch. Unser VIP, wo kommt denn der hier raus? Ah, okay, hier können wir auch aufs Dach hoch. Ja, das ist natürlich interessant. Jetzt sehe ich ja nicht, wie es auf dem Dach aussieht. Na, wo ich da einen sicheren Fleck finden kann. Das heißt, wir müssen uns das vorher mal angucken. Vielleicht hier hinter. Wenn unser VIP dahinter kommen würde, wäre das fantastisch. Die Box steht hier. Ah, okay, ja, geht. Ganz in der Nähe. Oha, da haben wir's. Tja, und wir haben niemanden im Overwatch. Herrlich. Und Verstärkung. Uncool. Äußerst uncool. Kommen wir zur Extraction Zone? Nee, uns fehlen zwei Felder oder sowas. So, hier hinter steht ja der blöde Sektoid. Den müssen wir jetzt irgendwie niederballern. 44% nur. Oh Gott, das ist lächerlich wenig. Er stand doch hier hinter. Ach, der steht unten eine Etage tiefer. Ach, scheiße. Ich dachte, der würde da oben auf dem Dach stehen. Ja, das ist jetzt blöd. Dann war diese Bewegung hier komplett verschwendet irgendwie. Sei denn, wir bringen Jonas auch aufs Dach hoch, was nicht geht, weil der Typ die Leiter blockiert. Also müssen wir Jonas irgendwie anders rausbringen. Auch keine Granate. Good copy. Moving on target. 30% nur. Scheiße, was soll denn das? Come get some. So, Mr. Moreno, ja, wird dann wohl leider auch nur in Overwatch gehen können. Was, wir sind flankiert? Stimmt das? Von wem denn? Von dem da unten, oder was? Naja, wenn wir hierhin gehen und der geht um die Ecke, dann sind wir auch flankiert. Ne? Wenn wir hierhin gehen, können wir nicht mehr in Overwatch. Das ist also blöd gerade. Ich sehe auch ehrlich gesagt nicht, von wem wir hier flankiert sind. Oder ist es Jonas? Ach, das ist Jonas, der flankiert ist. 44%, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich da schießen soll überhaupt. Overwatch. Er soll sich hier mal auf jeden Fall ducken.
Ja, und lass mal Jonas sich hier so ein bisschen zurückziehen. Nee, eigentlich wäre es ganz geil. Kommt er hier hinten überhaupt raus? Nee, kommt er nicht, ne? Das heißt, er kann entweder nur die Leiter nehmen. Ja, dann soll er sich nach hier zurückziehen. Ich rücke aus. Und der Overwatch. Bestätigt, Überwachung läuft. Keine Ahnung, ob das clever war. Wir werden es herausfinden. Ja, da kommt er an. Im offenen Auge und Jonas schießt daneben. Nein. Okay, nicht erwischt. Jonas hat aber Deckung zumindest. Nützt dir was? Es hört nicht auf! Es hört nicht auf! Hat Jonas Gedanken kontrolliert. Na super. Wer geht in Overwatch? Voll daneben. Not even close. Ja, ernsthaft. Och, Jungs, schießt doch nicht alle daneben. Was ist denn da los? Komplettement à côté. Was ist denn hier drinnen? Ja, da müssen wir auf jeden Fall was unternehmen. Wir wissen ja, das Vieh steht hier drüben. Aber wir haben nur noch 4 Züge Zeit. So, ja, komm hier runter. Geht nicht anders, leider. Schön flankiert. Ja, wenn Jonas das Ding wenigstens schon mal getroffen hätte, kritischer Treffer, dann wäre es jetzt erledigt gewesen. So lebt es natürlich noch. Haben wir von hier aus ein Schussfeld? Ja, haben wir. Auch wenn es kein so sonderlich gutes ist, da laufen wir jetzt direkt durch den Overwatch durch. Ich weiß das. Aber wir haben keine Wahl, ne? Wir brauchen unseren Jonas. Ach, daneben. Schwein gehabt. 32% nur? Ach, scheiße. Getroffen. Oh, so ein Glück. So. Jonas kann sich auf jeden Fall bewegen. Nehmen wir das Loot mit, ist die Frage. Kann es auch jemand anders mitnehmen? Wo kommen die hier noch aufs Dach hoch? Wie viele Aufgänge gibt es hier? Hier drüben gibt es keinen. Hier gibt es einen. Aber das ist eigentlich ganz gut. 79%. Ja, wenn die hochkommen, ne, sind wir erledigt. Das wäre blöd. Das wäre super blöd. Deswegen gucken wir mal, ob wir... Kann der Wissenschaftler das Zeug für uns aufsammeln? Kann er nicht. Okay, aber da steht da zumindest in Deckung. Bestätigt. Okay, ein Illyriumkern. Nehmen wir mit. Gerne. Ich habe die Ware. Okay, hier kann keiner runter. Da muss Jonas also nicht in Overwatch gehen. Das heißt, er kann im Prinzip nach hier hinten zurückrennen. Dann können die hier zu zweit rausgehen. Und wir haben echt nicht mehr viel Zeit. Oh, ich sehe gerade, wir haben auch nicht mehr so richtig viel Zeit in dieser Folge. Das heißt, wir werden das Ganze, denn wenn ich jetzt hier schieße, wird das die Folge beenden. Das werden wir einfach auf die nächste Folge verschieben. Beziehungsweise die Runde beenden. Und deswegen verschieben wir es auf die nächste Folge, damit wir diese Runde dann beenden können. Und dann müssen wir hier schleunigst rauskommen. Ganz wichtig. Denn ihr seht, ne, wir brauchen ungefähr 2 Runden mit voller Geschwindigkeit bis zur Extraktionszone. Da müssen wir uns also was einfallen lassen.
wie wir vernünftig raus und um die Ecke kommen. Wenn ich hier nochmal anwählen, ich würde gerne sehen, wie weit wir so generell kommen könnten. Aber man weiß es nicht. Ich vermute, es wird eine knappe Angelegenheit. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr dann beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid, wenn wir hoffentlich ohne Verluste durch diese Mission kommen und die auch erfolgreich absolvieren. Bis dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis dann, Jungs und Mädels. Ciao.